Die Trinkwasserversorgung ist nur ein Bereich der Privatisierung. Und ich zeichne hier die jüngste, Sie sehen, es ist ein extrem junges Phänomen in der Geschichte des Kapitalismus, dass die Trinkwasserversorgung so systematisch privatisiert wird, wie wir das hier seit mittlerweile jetzt 20 Jahren erleben. Begonnen hat es in Großbritannien in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, während der Amtszeit von Margaret Thatcher. Dann hat über den sogenannten Washington Consensus, falls Sie den schon einmal gehört haben, der ist sozusagen eine nachbarschaftliche Absprache zwischen drei Gebäuden, die im Zentrum von Washington stehen, nämlich das Hauptquartier der Weltbank, des Währungsfonds und des US-amerikanischen Finanzministeriums. Und die haben die neoliberale Philosophie, die Friedman Reagan eingeflößt hatte, über diese, insbesondere über Weltbank und Währungsfonds, die globale Institutionen sind mit globaler Macht, die aber nicht Teilorganisationen der UNO sind, wo sie einer einigermaßen demokratischen Kontrolle unterlegen. Nein, Weltbank und Währungsfonds sind Aktiengesellschaften, die sich im Mehrheitseigentum der Hauptaktionäre befinden, und das sind an erster Stelle die USA und an zweiter Stelle die großen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ja, über diese Institutionen, insbesondere die Weltbank, wurde weltweit systematisch privatisiert. Es wurde die Bedingung für neue Kredite war, dass die Kreditempfängerländer ihre nicht nur viele verschiedene öffentliche Bereiche, aber unter anderem auch die Trinkwasserversorgung privatisieren musste. Die Weltbank sah darin, dass eines der vielen Eldorados der Zukunft, sie hatte einen potenziellen Markt der Trinkwasserversorgung in dem schon von Herrn Magister Ludwigczyk definierten Wert mit 1.000 Milliarden US-Dollar bewertet, und sie hat allein vom Jahr 2003 auf 2004 das Kreditvolumen für die Privatisierung von Trinkwasserversorgung von 1,3 auf 4 Milliarden Dollar erhöht. Ja, logische Folge des Ganzen: im Jahr 2000 wurde der erste Wasserinvestmentfonds aufgelegt, und im Jahr 2007 waren bereits knapp 7 Milliarden US-Dollar in auf Wasserprojekte spezialisierte Finanzinvestmentfonds geparkt, und im Jahr 2007 haben sie auch eine staatliche Rendite von 25-26% erzielt. Also ich glaube, es ist einleuchtend, woher die Rendite kommen muss. Man kann jede These beweisen, und es gibt sicher auch irgendwo auf der Welt ein Beispiel, wo eine Privatisierung eine Verbesserung gegenüber dem Zustand davor gebracht hat. Allerdings, wenn man die Lieblingsbeispiele der Privatisierungsbefürworter heranzieht, nämlich der Weltbank, dann darf ich hier ausgerechnet diese Vorbildbeispiele der Weltbank in meine Liste aufnehmen, nämlich in die Liste der Privatisierungsdesaster. Ja, wir beginnen mit Großbritannien. Dort wurden nicht mehr Arbeitsplätze geschaffen, sondern bis zu 70% des Personals entlassen. Nach einem 10-jährigen Erfahrungszeitraum gab es mal eine Analyse der Preise, und die haben sich im Durchschnitt um 50% erhöht. Es wurde einer relevanten Zahl von Haushalten, die nicht pünktlich bezahlt haben, wurde das Menschenrecht auf Wasser verweigert. Das Wiederanschließen war oft sehr kompliziert. Die Investitionen in die Infrastruktur, die wurde systematisch vernachlässigt, weil die Trinkwasserversorgung ist ein sehr infrastrukturintensiver Wirtschaftsbereich, und deshalb sind die Infrastrukturinvestitionen sehr kostenintensiv. Und nichts ist ein stärkeres Gift für hohe Gewinne als hohe Kosten. Und darum haben die Trinkwasserversorgung wirklich systematisch weltweit auf die versprochenen und zugesagten Investitionen in die Pflege des Leitungsnetzes oder geschweige denn in den Ausbau des Leitungsnetzes, haben sie systematisch verzichtet zugunsten einer höheren Profitrate für ihre jeweiligen Eigentümer. Wenn das Leitungsnetz nicht gepflegt wird, dann kommt es zum vermehrten Einsickern von Umgebungswasser, es kommt zu öfteren Rohrbrüchen, es kommt zu einer schlechteren Trinkwasserqualität. Und hier gab es in Großbritannien auch eine ganze Serie von Gerichtsfällen, und in nicht weniger als 128 Fällen wurden die privatisierten Trinkwasserversorgungsbetriebe auch rechtskräftig verurteilt. Aber ein gewinnorientiertes Unternehmen denkt nicht in der Regel nicht mehr moralisch, sondern es denkt ökonomisch, und es kalkuliert eiskalt: lohnt es sich für mich, die Strafe zu zahlen und dafür das Leitungsnetz schlecht zu belassen, oder ist es ökonomisch rentabler, ist die Strafe so hoch, dass ich dann doch lieber in die Reparatur des Leitungsnetzes investiere. Und heute, nach weiteren 10 Jahren, kann man sagen,
dass die Regulierungsanstrengungen im angeblich so deregulierungs- und liberalisierungsfreundlichen Großbritannien, die haben sich vervielfacht. Also es gibt mittlerweile 3 Behörden für die Regulierung der Preise, der Qualität und des Wettbewerbs, und die sind zusammen fast so groß wie ein Ministerium, und die haben es geschafft, dass die Trinkwasserqualität wieder auf einem einigermaßen akzeptablen Niveau ist. Allerdings sind die Preise dafür in einem Preis-Leistungs-Verhältnis und Preis-Qualitäts-Vergleich sind sie deutlich höher als zum Beispiel in Österreich. Ja, TRW, das heißt, dass die Tiroler Röhrenwerke, die Trinkwasserrohre verlegt haben, die sind in den 80er Jahren sind in große Schwierigkeiten geraten, weil der Exportmarkt nach Großbritannien so massiv eingebrochen ist, weil die britischen Trinkwasserversorger viele Jahre lang fast nichts mehr bestellt haben. Ja, das war jetzt ein bisschen ausführlicher. Noch kurz andere Beispiele, um dann zu den Alternativen überzugehen. In Südafrika gab es Erfahrungen, wo die Preise um bis zu 140% gestiegen sind. In manchen Gemeinden wurden bis zu 90% der Bevölkerung von der Versorgung dadurch ausgeschlossen, weil sie sich schlicht nicht leisten konnten. Die Menschen haben wieder Flusswasser geschöpft für das Trinkwasser und sind an den Keimen für Cholera, sind sie erkrankt zu einem Zeitpunkt, wo die Cholera in Südafrika bereits als besiegt und ausgestorben galt. Ja, und die Kosten zur Beseitigung der Cholera-Epidemiewelle hat die südafrikanische Regierung mehr gekostet, als wenn sie gleich den allen Menschen, die sich das privatisierte Trinkwasser nicht mehr leisten konnten, dieses gratis zur Verfügung gestellt hätte. Innerhalb der Europäischen Union ist die Kommission mit ihrem Ziel, den Binnenmarkt zu vollenden. Den Binnenmarkt zu vollenden heißt, dass alle Dienstleistungen, die marktgängig sind, sprich an denen private Unternehmen ein Geschäftsinteresse besitzen, dass die auch tatsächlich vollkommen liberalisiert werden. Das versteht die Europäische Kommission unter der Vollendung des Binnenmarktes. Deshalb hat sie auch schon mehrere Anläufe unternommen, nicht nur die Abwasserversorgung, sondern auch die Trinkwasserversorgung zu liberalisieren. Allerdings ist sie im Unterschied zu den darüber genannten Bereichen von Telekom bis Energie bisher gescheitert. An den Kommunen, an den Städten, an den europäischen Regionen, aber auch am Europäischen Parlament. Ja. Aber das möchte nur hinweisen, versuchen tun sie es, bisher sind sie gescheitert und wir müssen jederzeit damit rechnen, dass sie auch die Trinkwasserversorgung jetzt endlich modernisieren wollen. Ja, und die Europäische Union betrachtet ja den Binnenmarkt nur als Aufwärmfeld, wo die europäischen Player so richtig groß und wettbewerbsfähig hochgezüchtet werden, damit sie dann weltweit reüssieren können, damit dann die globalen Märkte von den europäischen Trinkwasserkonzernen, Banken und Energieversorgern aufgemischt werden und eben nicht von den US-Konzernen. Das ist so das Zusammenspiel. Und die EU verspricht sich auch in jeder Zukunftsstrategie, verspricht sie sich eine noch höhere globale Wettbewerbsfähigkeit, wenn sie denn zunächst zuvor den Binnenmarkt vollendet. Also das muss man immer, den EU-Binnenmarkt und die globale Liberalisierung in der WTO, das muss man immer in einem Zusammenhang sehen, das sind siamesische Zwillinge. Und so ist es auch erklärlich, dass die Europäische Union, obwohl sie in ihrem Inneren die Trinkwasserversorgung noch nicht liberalisiert hat, das von den anderen, von den Handelspartnern schon verlangt. Von nicht weniger als 72 Ländern verlangt sie die Öffnung und die Liberalisierung der Trinkwasserversorgung. Ja, hier nochmal aus einer anderen Perspektive der Grund, der dahinter steckt. Die beiden größten Trinkwasserversorgungskonzerne, nämlich die privat gewinnorientierten, sind in Frankreich und damit in der Europäischen Union beheimatet. Und deren Interessen werden weltweit durchgesetzt. Sie haben zusammen einen Weltmarktanteil von über 50% und werden deshalb auch als Duopol genannt. Ja, was könnte man tun? Wo sind Ansätze für eine alternative Politik, für eine alternative Vorgangsweise zu finden? Zum einen, indem man darauf pocht und insistiert, dass Wasser ein Menschenrecht ist. Das kann sich zu einem sehr starken rechtlichen Instrument entwickeln.